Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge in Thüringen. Ich werde jetzt den Rest Kalk aufsammeln und der Arne fährt dann zum Hof. Und dann werde ich sehen, dass ich ein paar Bäume aus dem Wald rausgezogen bekommen bin und dann vielleicht noch heute verkaufen. Viel Spaß! Oh Wunder, das Kalk wird in Behälter befördert. Hast die Kühe schon versorgt? Ja, habe ich schon. Geputzt habe ich, gefüttert und Wasser haben sie auch gekriegt. Naja, das Futter reicht ja immer für 2 Tage. Von daher ist es einfach ein bisschen Luft, aber besser ist, man hat die Tiere halt fertig, ne? Ja, ich tue trotzdem jeden Tag. Ja, hab ich auch vor. Du kommst ja nicht darauf an, ob ich nun eine Stunde früher oder später, ist egal. Denn beim zweiten Tag ist der knapp, ne? Dann reißt nicht. Ich habe ein bisschen gegoogelt mit der Grafikkarte, Temperatur bis 80 Grad ist harmlos. Das hast du nicht, oder? Hast du weniger? Ich habe 74. Meistens. Ja. Weil das Programm nämlich anzeigt hier bei 78 Grad, da wird es nämlich orange, kann man sagen. Ich habe so eine Art Hitzestau unter dem Tisch. Ich muss einfallen lassen, wie man am besten was bauen könnte, dass da die Luft abtransportiert wird, die warme. So ein bisschen basteln, Baumarkt und mal gucken, große Loch reinsägen und dann oben Lüfter einbauen, absaugen oder Zugluftblasen, keine Ahnung. Findet sich schon einen Weg. So, jetzt fährt der Bruder zum, ja, Richtung Hof. Ja, der Ladebank kann theoretisch sogar 2 Fruchtsorten tragen, nebenbei. Man kann auch Dünger und Saatgut transportieren. Aktuell habe ich aber nur auf Saatgut gemacht. Also eine Kammer. So, jetzt. Wald. Der Wald ruft. Der Wald ruft. So, Traktor an. Winder auch und.
Doch eine Salbe, das will ja nicht. Mit B macht man das. Hast du die Seilwinde? Ja. Ich hab mit der Maus probiert, das kriegt mich. Ja, wenn du was nicht aufmachst, dann hast du irgendwann verlieren, ne? Weil du sie verhext. Ja, da fährt der Wald drauf vorbei. Ja, ja, Geisterfahrer. Dann gibt's ja auch Reif, ne? Nur Düngemissionen sind zurzeit drinnen. Ja, das wächst ja nicht zurzeit. Ne? Also Erntereif kommt erst im Sommer, ne? Kruppern ist ja nicht üblich, ne? '29, wo ist denn das? Vorne beim Händler. Ah, da. Viel Spaß. In der Form oder was? Das mag Kussle gar nicht. Aber du kannst dich ja mal probieren. Ja, warte mal, was gibt's denn Neues? Ja, viele kleine Felder. Die anderen sind alle kleiner, das 29 ist das einzig größere noch. Ich meine, wenn du selber fährst, ist das gleich machbar. Mit Kursplay habe ich immer Probleme gehabt. Du kannst ja mit Kursplay beginnen und wenn es nicht klappt, machst du halt alleine. Oder ich finde nur irgendwas kleineres in der Nähe. Ja, warte mal gucken. Du lernst mal die Karte kennen, ne? Mhm. Ah, 14 mache ich. Das ist nicht so weit weg.
Für die kleinen Felder rentiert sich oft so ein kleiner Düngersteuer, den du anbauen kannst. Aber GPS habe ich wirklich noch nicht viel hergenommen da. Ja, wenn du einmal Kurs genommen hast, vielleicht, dann ist er vielleicht, ja. Bisschen bequemer, kann man sagen. Aber wie gesagt, wenn du selbst von düngen willst, ist es besser, dass, wenn du dann erkennen kannst, wo du ist, dass du eine Hilfe hast. Oh, Lohnzahlung. Oh, reif. Der ist schon angekommen. Guck mal.
Ups. Ich bin Autofahrer am Weg. So, meine Düngefahrzeuge angekommen. Und da alles angekommen. So, liebe Schauer, das wär's auch für heute. Ich sag mal Tschüss und winke, winke. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ciao, ciao, bis dann. Tschüss. Tschüss.